Hallo, meine Lieben, ich grüße euch hier zu meinem neuen Video, zu meinem neuen Vlog. Ja, ich habe mich jetzt fertig gemacht. Ups, da habe ich ein Haar. Ich habe mich jetzt sehr fertig gemacht. Ich habe so eine lange Bluse. Ich weiß gar nicht, ob ich ihr euch so zeigen kann. Leggings. Hier so ein Body angezogen, der ist in Streifen. Ja, ich habe mich fertig gemacht. Jetzt gehe ich die Anna anziehen, die Anna fertig machen. Und dann was Kleinigkeit essen, Mama kümmern und dann müssen wir einkaufen fahren. Ein bisschen was. Und zwar zur ersten Stelle auch. Also erstmal sage ich hier nochmal, schön, dass du eingeschaltet hast. Hoffe, dir geht das gut und viel Spaß bei diesem Video. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Hier krabbeln diese Viecher. Da ist noch eins. Hier sind ganz, ganz viele. Und zwar wegen diesen schönen Blümchen hier. Und ja, also die Streifen gibt es, die ich sehr, sehr gerne kaufe, gibt es bei Kaufland. Die gibt es Sprüher und die gibt es beim DM-Deschone. Die zeige ich euch auf jeden Fall. So, jetzt ready, Licht ausmachen und ab geht's. So, ihr Lieben, schaut mal, ich mache so ein Tee für die Kinder. Ich werfe mal extra alles noch mal raus. Hier ist Thymian. Sehr viel Thymian lege ich rein. Hier ist Pfefferminze. Und wir haben hier, was ist das denn? Oregano? Ist das Oregano? Mama, ist das Oregano? Heißt das auf Deutsch Oregano? Ich muss. Oregano auf Deutsch? Oder ist das Salbei? Nein. Oregano, gell? Oregano. Aber Oregano ist. Schalfie in der Russkam, da? Schalfie. Schalfie, also. Nein? Da. Oregano ist nicht Schalfie, das ist Materinka. Materinka? Materinka, Schibrez. Schibrez, okay. Also auf jeden Fall. Es ist ganz gut bei Erkältungen und sowas. Oh, ich habe hier nochmal. Ich lasse hier so ein kleines Thymian für mich und natürlich Rosmarin und ich habe hier noch Schalen von Granatapfel. Das ist Vitamin C, mega mega gut. So, dann habe ich hier noch Linden. Genau das und dann lege ich das alles schön hier rein. So, ich lasse das mal so ein bisschen ziehen. So ein bisschen, dass die Kanne sich dran gewöhnt an die Hitze. Die ist zwar sehr dick und ich mache eigentlich auch immer hier mal kalte Getränke im Sommer, mal heiße im Winter. Aber trotzdem lasse ich immer erstmal ein bisschen so zur Hälfte quasi das Glas gewöhnen, dann mache ich die restlichen. Ich tue das noch abdecken. Ich tue das noch mit einem Tuch abdecken. So. Und Anna hat was. Hast du mit Schere geschnitten? Nein. Vermutsch? Aha. Okay. Helfen soll ich dir? Dann musst du schneiden. Mach auf. Uiui, ich muss auf meine. Schaffst du nicht? Soll Mama dir helfen? Mhm. So, von langen Einkaufen sind wir jetzt nach Hause gekommen. Ich habe mir jetzt ein bisschen Essen gemacht. Ich habe hier Nudeln mit Reis und Möhren. Gesundheit, das war jetzt mein Mann. In Tomatenpasta, ein bisschen Lauch und halt aus dem Mixmarkt, russischen Geschäft, drei so Würstchen. Also heißt es erstmal guten Appetit und dann geht's weiter. Wie geht es, Leonie? Ja. Wie geht es dir? Besser. Besser ein bisschen, ne? Nicht wirklich. Ja, morgen geht es zum Arzt. Arsenia hat irgendwie Kopfschmerzen, sagt er. Ja, und ich bin auch fix und fertig. Ich will essen. Ich habe Hunger. So, ihr Lieben, jetzt gibt es für euch noch mal einen kurzen Food-Haul. Also, okay, das ist jetzt nicht essbar, aber die sind richtig, richtig gut. Und da wir die Pflanzen zu Hause haben, irgendwie
Ja, haben wir diese komische Fliegen. Dann haben wir zwei Päckchen zartbitter Rosinen. Wir haben hier für Anna ein Donut, weil wir unterwegs noch sehr lange waren, deswegen haben wir für sie mitgenommen. Dann haben wir hier zwei Päckchen Speisequark, mager, also die magere Stufe, ne? Dann haben wir hier Ricotta, zwei Stück. Salami, also Salami, ne? Dann haben wir hier neue zwei Flaschen von Lenore Weichspüler. Ja, der riecht so mega, mega gut. Dann haben wir Tomatos und Tomatos haben 1,99 im Kaufland gekostet und ein Ü-Ei. Also das war jetzt Kaufland. Dann gehen wir zum nächsten, das war Thomas Philips. Zwei so Hühnerbrühewürfel. Dann haben wir zwei Päckchen davon, aber eins habe ich schon in den Gefrierschrank getan. Diese Konfetti, das isst die Anna sehr, sehr gerne, so zwischendurch mal. Das, ja, sie denkt, das ist ein Eis, ne? Dann haben wir hier unterwegs gegessen, diese Gewürzgurken, die haben so gut geschmeckt. Dann haben wir einen Kamillentee. Dann haben wir hier so einen eingelegten Lecho aus Gemüse, so einen Salat. Ja, das haben wir auch in Russischen immer alleine gemacht. Ja, wir haben aber den jetzt gekauft. Dann haben wir hier einmal Lebensmittelfarben. Die gibt es irgendwie gar nicht mehr so in flüssig. Da hat er die liebe Bea recht. Ja, also gibt es hier vier Tuben. Dann haben wir hier Käsekuchenhilfe, zwei Stück. Wir haben hier ein Kokosnussmilch, ne? Dann haben wir hier Zitronensaft und Zucker. Genau, das war jetzt, das nächste ist jetzt Mixmarkt. Bei Mixmarkt gab es für 5,99 so eine türkische Wurst, Hähnchen mit Kuh, ne, Rind. Dann haben wir hier so ein Röppen, so ein Getränk, drei Flaschen, hatte Anna unterwegs, alles schon getrunken. Dann haben wir hier so ein Kissel, so ein, Dessertpulver, ne? Hier steht ja auch auf Deutsch Moosbeerengeschmack. Dann haben wir hier Himbeeren. Die schmecken so gut, Leute. Dann haben wir hier Kirschgeschmack und das ist Waldbeerengeschmack. Dann haben wir Buchweizen. Das muss auch immer zu Hause sein. Nudelsuppe. Die Nudelsuppe. Die Nudeln für die Suppe. Dann haben wir hier ein Bund Petersilie, und einmal Dill. Und dann haben wir noch hier Lauch, achtet nicht drauf. Dann haben wir hier von DM noch ein paar Sachen und zwar hier Limited Edition Winter Deo, mein Moment, riecht super gut. Dann haben wir hier Limited Edition von Nivea. Lavendel, mein Glöckchenduft, das riecht so gut. Und der war richtig gut auch. Auch von Nivea, auch Limited Edition. Kirschblüte, rote Beerenduft. Da war noch Zitrone, aber Mama wollte nicht Zitrone. Und dann haben wir für uns die von der Marke Yeti, keine Ahnung, wie die richtig ausgesprochen werden. Bin da nicht so gut. Also die auch Limited Edition, die Pads, iPads, ne, da haben wir jeweils immer zwei Stück mitgenommen, zwei gelbe, auch Limited Edition und ich habe mich noch für die grünen entschieden, das war auch sehr interessant im Gesicht, auch Limited Edition, Topmodel, ja. Genau, das war's mit Foodhaul. Nikita liegt da ganz eingekrümelt. Asieni will Kissel am besten direkt aufessen. Das schmeckt super, super gut. Ja, ich muss das jetzt alles das verräumen. Schmeckt mega lecker, der Pulver, genau. Den muss ich jetzt in die Tüte räumen, auch einfrieren. Den lassen wir uns für uns noch so zu verwenden. Genau, Tüten einräumen und den ganzen Chaos an sich räumen.
morgen habe ich keine Zeit. Morgen verbringe ich ja, mal zum Arzt, mal hin und her. Und da werde ich auch nicht so genug Zeit für haben. Für Aufräumen. Ich habe noch Wäsche. Habe ich noch da. Trocken Sachen. Hast du jetzt aus. Nee, bist du noch im Sortieren, gell? Ja, gut. Jetzt verräume ich jetzt. Ui. Ja, bald spielen. Ui. Sehr schön. Nee, das ist schon zu hoch, Schatz. I see. Da musst du doch unten rollen, auf dem Boden, so wie du gemacht hast. Ja. So, ihr Lieben. Kuddeln muss noch vom Kopf. Ich habe gekleckert und deswegen habe ich meine Bluse ausgezogen. Ja, kurz, was wollte ich jetzt sagen? Ja, ich fange mal hier so an. Ich erwähne ein paar weitere Kanäle, die ich sehr, sehr gerne gucke und auch abonniert habe selbst. Das ist Marika und Andi vom Kanal einfach Andi, glaube ich. Ich verlinke sie alle in meiner Beschreibung. Ja, sehr, sehr schönes Paar. Also, die machen Hauls, die machen Vlogs eher weniger, aber Hauls, ne? Kochvideos und sowas, Minimalismus, was super, super interessant ist. Ihr Lieben, kein Streit. Mehr aber für mich ist interessant, das Paar, die Anna randaliert, nein, Anna, das Paar. Marika und Andi sind für mich so ein süßes Paar, es ist einfach fantastisch. Ich liebe diese Art, wie sie miteinander reden, wie sie einander verzaubern, wie der Andi einfach hin und weg ist von seiner Marika. Und das ist selten sowas. Das ist bei mir und meinem Mann Gott sei Dank auch so. Ich muss gerade hier auf den Tisch klopfen, auf dem Holz. Ja, wir sind auch so. Und deswegen, für mich, ich liebe sowas zu sehen, wie ein Paar. Klar, gibt es bei uns auch andere Tage, ja? Nein, die fangen weiter, die Anna. Nein, nicht streiten und nicht schlagen. Ja, auf jeden Fall richtig süßes Paar. Ich liebe einfach mehr diese Art, wie sie miteinander umgehen, wie süß sie zueinander sind. Ich, ja, gern könnt ihr natürlich, wer noch nicht kennt, sie auf deren Kanal besuchen. Dann habe ich hier liebe Familie, die ich privat auch kennengelernt habe. Schade, dass wir uns nur einmal getroffen und gesehen haben, aber seitdem meine Mama da ist und krank war und ich sehr viel, ja, eigentlich gar nicht alleine irgendwo hinfahre, sehr, sehr selten. Sehr, sehr selten. Und deswegen geht das irgendwie nicht, aber wir müssen das irgendwie einrichten, auf jeden Fall. Sie haben auch einen YouTube-Kanal und sie heißen Nikis Family-Kanal. Also Nikis Family, Nicole und Robert und deren Kinder, auch mega Familie. Und ja, deren süße Art, das muss man auch lieben. Das, jeder hat natürlich von uns jeden verschiedenen Geschmack. Aber ich liebe diese Art, wie sie zueinander sind, auch als Paar. Eben manchmal verrückt und durchgedreht und ehrlich. Ja, sie machen auch Vlogs und Food Hauls, also Hauls allgemein, ne? Mami-Vlogs, sie reisen mit Wohnmobil, mit Wohnwagen. Wohnmobil ist was anderes, glaube ich. Wohnwagen, ne? Ist Anhänger. Ja, sie haben einen eigenen Wohnwagen. Und reisen, machen damit Urlaub und so. Ja, was auch unser Traum ist, einen Wohnwagen zu haben. Aber ja, behalten wir noch irgendwo im Hinterkopf. Müssen darauf noch sparen. Auf jeden Fall eine süße Familie, wie gesagt. Besucht sie auch sehr, sehr gerne. Wir sind auch viel privat miteinander und Nicole und ich sind miteinander ehrlich. Ich hoffe, es bleibt auch so. Ja, wir schreiben viel privat in WhatsApp und ich bin diejenige eigentlich, die oft einen vergisst,
einen anzuschreiben oder so. Und dann schreibt die Nicole mir, bist du noch da, ist alles okay bei dir und so weiter. Ja, ich bin momentan in letzter Zeit, passiert bei mir halt sehr, sehr oft was. Und ich bin froh, dass ich dann noch Videos machen kann für YouTube, weil das ist mein Job. Das nenne ich das jetzt so. Und ja, das muss ich erledigen. Also ich muss es nicht natürlich, dass man selbst sich der Chef und man kann sich die Zeit einteilen und alles. Ja, aber dann vergisst man das eben so und hier und da. Und wie gesagt, naja, ich möchte mich jetzt hier nicht rechtfertigen, aber auf jeden Fall ist es so. Manchmal ist es schon doof, wenn man jemanden vergisst. Ja, aber es ist schon schön, wenn man dann solche Freunde hat, ja, wie Nicole, wie auch viele andere einfach dann mir schreiben und sagen, hey Xenia, meldest du dich mal bitte bei mir, wie geht's dir und. Das ist natürlich auch meine liebe Людмила, Людочка моя, если она мои видео смотрит, конечно. Ja, rede ich mal hier auf Russisch. Ist auch eine sehr, sehr alte Freundin, die ich, also alt ist sie nicht, sie ist so alt wie ich, aber ich meine, wir kennen schon über 20 Jahre. Wir hatten aber dann irgendwann einen Kontaktabbruch. Warum auch immer, keine Ahnung. Und jetzt seit einem länger wie ein Jahr haben wir einen sehr guten Kontakt. Leider natürlich wohnt sie in Hessen, in Eschborn und ich hier in Nordrhein-Westfalen, in der Nähe von Düsseldorf, Köln, so die Richtung Niederlande. Ja, aber wir telefonieren und wir schreiben uns sehr, sehr oft. Und, was ist denn passiert? Sie will ein Spielzeug. Aber ja, dann bring ihr doch. Was ist das? Nein, Anna keine Schuhe. Ja, und sie schreibt auch immer, oh, Xenia, ich habe dich jetzt gar nicht eine Woche lang gehört. Wo bist du? Was ist los mit dir? Das ist sehr schön, dass es solche Freunde gibt. Also, liebe Niki, ich habe dich immer, immer sehr gern und bin froh, dass wir uns kennengelernt haben. Ja, und bin froh, dass du immer an mich denkst. Ich bin aber so, Xenia, ich bin wirklich so. Ja, aber ich bin so, wie ich bin. Ich habe euch trotzdem alle sehr, sehr gern. Also, ich habe so viele in Herzen geschlossen. Und wie auch vom vorletzten Video, wo ich erwähnt habe, mit denen ich privat schreibe, die ich im Internet kennengelernt habe, man kann das Internet, ja, Social Media kennengelernt habe. Es ist mega, mega krass, dass man da noch liebe und nette Menschen kennenlernen darf. Natürlich viele auch kenne ich gar nicht persönlich und privat, nur durch Schreiben und Kommentieren. Aber man hat auch da Leute ins Herz geschlossen. Ach, ich liebe Sabine, Carla schreibt immer, liebe Bea, also die Beatrice, das ist Hilde und viele, viele anderen Mädels. Wahnsinn einfach, ihr seid alle stark. Danke schön, dass es euch gibt. Das ist wirklich immer so toll, dass man dann so liebe Worte gelesen bekommt und dann, ja, ich strahle dann einfach immer. Und bin immer so glücklich. Ja, dann habe ich hier noch einen weiteren Kanal und zwar die liebe Bea von My Life. Ja, die liebe Bea macht auch viele Hauls und Reisevlogs, viele Videos mit Psyche zu tun, mit Krankheiten und so weiter. Meine Bande, also Anna ist heute irgendwie zickig. Was ist denn los? Was ist denn los? Sie will, glaube ich, schon schlafen. Wir machen uns fertig und ich muss mich noch abschminken gehen. So, jetzt habe ich nicht zu Ende gesprochen. Ja, die liebe Bea. Sie ist auch eine ganz, ganz herzliche Mensch. Wirklich. Sie muss man kennenlernen erstmal. Also per Video. Das reicht ja auch schon ein. Man kann sich da auch in einen Menschen wirklich
ins Herz verknallen, sage ich mal so, ja. Weil für mich persönlich interessiert nicht so das Äußere. Das Äußere kann vieles erklären, vieles zeigen, aber das dahinter, dieses Innere, ich sage immer die Innereien, das Innere, das Herz, die Seele, das gefällt mir dann bei einem Menschen. Und die liebe Bea ist einfach so eine Süße und Liebe. Und ihr Hund Coco und ihre Freundin. Also Wahnsinn auch. Wer sie noch nicht kennt, gern bei ihr vorbeischauen. Ja, dann habe ich hier noch eine. Und zwar, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Heißt sie Katjuscha, glaube ich. Katjuscha Vlog oder sowas. Ich, wie gesagt, ich verlinke alle Kanäle. Katjuscha Vlog, nenne ich mal das jetzt mal so. Ich hoffe, du bist mir nicht so böse, die Katja. Ja, die habe ich vor ein paar Tagen erst entdeckt. Und verlinke sie aber auch sehr, sehr gerne. Ich meine, ich verdiene nichts daran, aber ich teile sehr gerne mit meinen Erfahrungen. Meine Kinder, mit meinen Erfahrungen. Ja, sie macht Vlogs on Holz und. Sie hat drei Kinder, einen Mann natürlich. Und sie hat mir auf ersten Blick schon so gefallen. Ja, sie spricht auch Russisch, wie ich verstanden habe. Noch habe ich sie noch nicht richtig kennengelernt. Aber sagt man, guck mal, die Anne zickt nur rum. Der Fahrrad steht ein bisschen schief, sie fängt schon an zu weinen und so weiter. Also ist irgendwie heute, obwohl sie den ganzen Tag gelaunt war. Sehr schön. Ja, auf jeden Fall. Die liebe Katja macht auch super schöne Vlogs und Videos. Und einfach ihre Art hat mich so verzaubert, sage ich mal. Sie hat mich verzaubert damit. Sie lacht sehr viel, sie ist eine süße Lachmaus, finde ich. Ja, und hat auch irgendwie 582 Abonnenten, deswegen auch gern bei ihr vorbeischauen. Ja, verlinke sehr, sehr, sehr gerne. Und ich denke mal, jetzt habe ich genug euch gebabbelt. Jetzt gehe ich mal meiner Mama helfen und dann mache ich die Flasche fertig für Oma kommt da. Ja, mache ich die Flasche fertig für die Anna. Also Mama, kann ich das Fleisch ausmachen? Мясо можно выключить? А wie viel Uhr? Ich weiß gar nicht. Ich mache gerade Video. Warte, ich guck. Ja, ich will ja auch gleich. Es ist 20 vor 10. Ich muss sagen, der Lippenstift, der geht eigentlich, ich zeige euch den gleich oben, wenn ich hochgehe, der geht eigentlich recht schnell ab. Aber ich habe Eyeliner gemacht auf meine Lippen, so einen lilanen. Und da hat meine Mama zu mir gemeint, du siehst schrecklich aus, was hast du gemacht? Passt dir nicht die Farbe? Und dann habe ich halt drüber gemacht, das sieht man auch, das glitzert. Ja, meine Kamera. Aber auf jeden Fall, ich habe schon gegessen und getrunken. Das hält gut. Ich färbe ein bisschen ab. So, wer hat hier Schal von oben gebracht? Ich muss das auch wieder nach oben, nach unten, nach oben hinnehmen, ja. Ich quassel rum. So, erstmal Ordnung machen, dann muss ich nach den Kai. Nee, Salzgurke will ich nicht. Ich habe genug heute beim Einkaufen, vom Einkaufen gegessen. Guck mal, was sie macht. Anna, was hast du dir einen Hut gemacht? Na. Willst du fahren? Okay, danke, Mama räumt das weg, ja? Mama räumt das weg. Na. Das auch? Na, спасибо. Спасибо, danke. So? Mama muss jetzt eure Sauerei hier wegräumen. Ihr Lieben. Oh, yeah. Ja, also, nicht erschrecken, das ist geröstetes Brot. Ne? Schmeckt eigentlich ganz gut. Okay, ein bisschen leicht verkokelt, aber so der Art mögen einige Familienmitglieder bei mir. So, machen wir fertig. Und das mache ich fertig. Und fertig.
So, ihr Lieben, ich wollte euch diese zeigen. Die habe ich gekauft, ja. Die Farbe 407, die ist mega, 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 mega schön. Riecht auch super gut. Aber wie gesagt, die hält nicht so lange. Dann hatte ich mir diesen Eyeliner-Stift von DM, von Trend It Up, diesen Kajal genommen in der Farbe, ne, das ist wasserfest. Wo ist die Farbe? Wo ist denn die Farbe? Gibt es da irgendwie eine Nummer? Ich bin zu blöd. 39, glaube ich, ist diese hier, oder? Naja, egal, auf jeden Fall in der Farbe habe ich mir meine Lippen geschmiert. So, und auf jeden Fall ist da so der Trick bei, dass man halt, ja, der Lippenstift besser hält. Habe ich jetzt rausgefunden. Ja, jetzt habe ich mein Gesicht gewaschen. Und ich habe bei einem Mädel in TikTok gesehen, sie macht sich ihr Gesicht mit solchen Tüchern. Einfach nur so tupfend macht sie das bei ihr, damit man es halt nicht so reibt und so, damit das Gesicht schön bleibt. Und dann mache ich jetzt meine Creme drauf. Soweit funktioniert es bis jetzt, weil ich kein andere Creme nutze, funktioniert das. Ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich habe ich eher auf die von Action reagiert. Oder die reagieren zusammen irgendwie, weil die mag ich total. Die ist auch fast, schon fast leer. Ja, naja, okay. Also, aber bis jetzt, 3 Tage habe ich die jetzt drauf gemacht. 3-mal diese L'Oreal Hydro. Und es klappt wunderbar. Also, toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Ich versuche auch sparsam, nicht so viel drauf zu machen, und ja, dann funktioniert es auch. Meine Anna, die dreht durch. Ich muss aber noch Wäsche in den Schrank verräumen und so weiter. Ja, jetzt botzt sie da wieder rum. Ich mache mich auf den Weg. So, ich bin gerade so ein bisschen verwirrt und denke, wo muss ich mal nachdenken, was ich gesagt habe, was ich Dings. Ich muss noch Papiere raussuchen. So, ich bin jetzt Anna. Du bist jetzt auf dem Boden. Ich muss jetzt Papiere noch raussuchen fürs Arbeitsamt. Und zwar ja, ganz, ganz viel hier. Muss ich noch ausfüllen. Stopp, Xenia. Ich mache irgendwie Kuddelmuddel hier. Ich muss noch einen vernünftigen Stift finden. Was zum drunterlegen. Und Anna kalt. Was willst du? Hier ein Buch. Willst du ein Buch? Okay. Dann Mama nimmt sich ein anderes Buch. Xenia. So, ich habe hier für Liam noch ein paar Sachen. So, jetzt kann ich ankreuzen gehen. Und dann wollte ich nämlich, wenn wir zum Hausarzt fahren, mein Bett. Wenn wir jetzt zum Hausarzt fahren, wollte ich dann das gern erledigt haben und beim Arbeitsamt Dings. Schätzchen, kannst du noch mal runterlaufen und mir ein Mineralwasser bringen? Ich lasse das für Anna, die Stimme auf Wasser, weil Papa bis wach ist. Es ist Papas. Ist sie komplett zu? Ja. Okay, dann kannst du mir die geben. Ach so, nein, stilles Wasser. Ja, ich brauche Sprudel. Was hast du getötet? Was hast du hier? Ja, das habe ich mal gekauft für dich, dieses schöne bunte Buch, ne? Siehst du, Auge, Auge, Nase, Mund. Und da ist Biene.
Süße. Jim, 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 Jim. Ja, Mama muss hier Haufen von Schitte machen. Das ist, wenn man einmal im Arbeitsamt gemeldet ist. Dann hat man aber so Eheleute. Das brauche ich nicht. Ja, mein Schatz. Ich wecke dich. Ich wecke euch alle. Gute Nacht. Wenn was, komm rüber. Das war der Nikita. Er hat nur gefragt, wollen wir morgen zum Arzt müssen. Ich muss hier so viel ausfüllen, so viel Kreuzchen und was weiß ich was. Ne? So viel Mist. Danke, mein Schatz. Danke, mein Baby. So, ihr Lieben, da mach Schluss mit dem Video. Ja, irgendwas wollte ich noch sagen, aber es ist mir schon wieder irgendwo hinweg verfallen im Kopf. Hab zu viele Sachen im Kopf. Ja, vielen lieben Dank an eure süße und schöne Kommentare immer wieder. Ihr seid einfach lieb und herzlich und denkt an uns und an mich. Ja, also heute habe ich auch wirklich eigentlich gefaulenzt. Wir waren ein bisschen einkaufen und dann war ich eigentlich faul. Habe ich nicht so viel gemacht. Ja, und jetzt chill ich auch noch mal ein bisschen. Mit dem Arbeitsamt hier die Sachen. Ach ja, es wird schon. Etwas habe ich im Auge. Naja, egal. Ihr Lieben, wünsche euch einen schönen Abend. Schönen guten Tag, guten Morgen, schönen Nachmittag, Vormittag, wann auch immer ihr mein Video oder du geschaut hast. Bleibt gesund, das ist das Allerwichtigste. Das sage ich immer. Das ist wirklich das Allerwichtigste. Und ja, drücke euch alle ganz dolle lieb. Ja, ich bin schon fix und allem, mir fehlen die Worte. Ich bin müde. So, Mäuschens, ich nehme euch morgen dann wieder mit in frischen Vlog. Und ja, was haben wir denn morgen? Dienstag. Bin mir nicht sicher, wann dieser Vlog für euch rauskommt. Ein paar Tage später. Morgen haben wir Dienst. 25. haben wir morgen. Genau, Schatz. Dudele. Ein Kuss. Tschüsschen, eure Xenia. Bis morgen, bis zum neuen Video.